das hier noch eben ab und dann stecke ich meine Fingerzinken zusammen. Oh, das sieht ja schrecklich aus. Schöne Holzverbindungen sind der Kracher, aber sie von Hand herzustellen, oh Mann, das kann einfach teilweise voll in die Hose gehen. Wenn man es von Hand machen möchte, dann braucht man relativ viel Übung. In diesem Video hier haben wir uns schon mal angeschaut, wie man Fingerzinken ganz einfach mit der Tischkreissäge machen kann. Da ist natürlich das Problem, das Sägeblatt ist sehr dünn, wir haben also sehr viele dünne Finger. Es ist eine sehr bestimmte Optik, die eventuell nicht jedem gefällt. Was wir letztens gebaut haben in diesem Video hier, ist ein günstiger Frästisch. Und mit Frästischen kann man ganz tolle Fingerzinken machen. Aber Moment mal, Fingerzinkenvorrichtung für die Fräse kann man kaufen. Aber 264 Euro, das ist ganz schön teuer. Das geht günstiger und ich zeige dir jetzt, wie es geht. Ich nehme heute MDF. Das ist günstig und leicht zu verarbeiten. Aus diesem Reststück hier schneide ich mir einmal einen Streifen, der 10 cm breit ist. Dann einen, der ungefähr 8 cm breit ist. Und den Rest lasse ich einfach so, wie es ist. Damit wir unsere Vorrichtung wirklich einfach bauen können, müssen wir jetzt den Anschlag, den wir letztes Mal gebaut haben, einmal abbauen. Den schmeißen wir natürlich nicht weg, den benutzen wir für andere Sachen. Unsere Vorrichtung soll aber direkt auf dieser Platte sitzen und hier am Rand über eine Führung fahren. Und genau das bauen wir jetzt. Ich messe mir jetzt einmal aus, wie breit meine Platte ist und säge dann das Stück einfach breiter. Wie viel breiter ist eigentlich egal. Ich säge das jetzt hier auf 50 ab. Dann schneiden wir ein anderes Reststück davon einmal in der Mitte durch. Und den anderen Streifen auch nochmal so, dass beide gleich sind. Das sind dann unsere Führungen für rechts und links. Und die schrauben wir jetzt einfach an dem überstehenden Stück MDF fest. So haben wir links und rechts eine Führung und können das Ganze ganz sauber vor und zurück bewegen. Ich bohre das hier einmal vor. Senke das natürlich noch und dann wird festgeschraubt. Und die andere Seite auch. Ich drücke das Ganze so fest wie möglich, aber eine Sache geht trotzdem schief. Vielleicht habt ihr es auf der Aufnahme gesehen, aber hier beim Festschrauben hat sich etwas bewegt. Wir können das Ganze wunderbar führen, aber wir haben ein bisschen Spiel nach links und rechts und auch wenn ich das hier links festhalte, also ich diese Kante hier randrücke oder diese Kante hier, dann bekomme ich das Spiel nicht ausgeglichen. Das Ganze wackelt also in sich. Wir müssen die Schraube also nochmal rausdrehen und das Ganze nochmal festschrauben, so dass wir wirklich gar kein seitliches Spiel haben, dass wir also nicht so wackeln können. Ich habe das Ganze jetzt nochmal ausgerichtet und dieses Teil gedreht. Also das Loch können wir noch nutzen, müssen aber hier neu reinbohren. Ich schraube das Ganze jetzt wieder fest. Alternativ hättet ihr es natürlich auch so lassen können, weil jetzt, wo ich das Video beim Schneiden sehe, hatte das wirklich sehr, sehr wenig Spiel. Ihr könnt natürlich genauso gut auch einfach einen Streifen Klebeband innen reinkleben. Das sollte auch funktionieren. Nach dem Festschrauben können wir uns dem Anschlag widmen. Da bohre ich mir jetzt einfach 4 Löcher rein. Dafür nehme ich so einen Anschlag hier an meiner Standbohrmaschine. Das ist super einfach. Ich stelle es mir einmal ein und kann alle 4 Löcher bohren. Und dann können wir zu unserem Frästisch rübergehen und diese Löcher zweimal verbinden. Und ich muss sagen, dieser Frästisch ist wirklich echt super. Also ich arbeite sehr gerne damit. Diese Fräsung hier ist mit einem 8 mm Fräser von Shaper gemacht. Es funktioniert klasse und auch die Absaugung ist gar nicht schlecht. So wollen wir das Ganze jetzt aber zusammenbauen. Also einmal gucken, dass es auch winklig ist. Das passt. Dann können wir das Ganze einmal festzwingen und dann im nächsten Schritt verschrauben. Beim Schrauben ist es jetzt ganz wichtig, dass wir A, das MDF nicht spalten. Das wäre doof. Aber was noch viel wichtiger ist, dass wir keine Schrauben in der Mitte der Vorrichtung haben. Denn da könnten wir später reinfräsen. Das soll natürlich nicht passieren. Dann müssen wir die Löcher übertragen auf den verstellbaren Anschlag. Also einfach einen 8 mm Bohrer ins Langloch stecken, ungefähr mittig markieren, dann das Ganze nochmal bohren. Ich weiß nicht warum, es hat ewig gedauert, da durchzubohren. Dann das zweite Loch. Auch das hat ewig gedauert. Und dann das Ganze wirklich sehr großzügig senken, denn da sollen später Schrauben rein. Nämlich die hier. Dann können wir das Ganze zusammenstecken und von hinten ganz einfach verschrauben. So können wir den Anschlag kinderleicht verstellen und das ist für die spätere Benutzung auch extrem wichtig. Wir haben eine bewegliche Vorrichtung und einen beweglichen Anschlag. Super! Jetzt müssen wir uns aber entscheiden. Diese Platte hier, die können wir später ganz einfach austauschen, weil wir da nur Löcher reinbohren müssten.
Wir legen jetzt fest, was für eine Größe unsere Zinken haben. Ich nehme 8 mm, weil dieser Fräser hier von Shaper brutal ist und wir haben ihn eben auch schon benutzt und 8 mm ist eine gute Größe. Ihr könntet jetzt einfach gerade reinfräsen, dann einen Pin einkleben und dann die Vorrichtung umstellen. Ich möchte aber, dass in der Null-Einstellung, also wenn ich starte zu fräsen, mein Anschlag hier bündig ist. Jonas, macht das Sinn? Überhaupt gar nicht, es ist völlig egal, aber ich möchte es gerne. Deswegen verschiebe ich meinen Anschlag jetzt 16 mm. Macht das denn Sinn? Nee, ich glaube 12. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nach links oder nach rechts? Nach links. Ist auch einfach scheißegal. Man muss es nicht machen, aber ich mache es jetzt. Also 12, keine Ahnung, in die Richtung. Oder 16. Ich bin absolut lost, aber das macht nichts. Was wir jetzt machen ist, wir fräsen einfach erstmal in den Anschlag rein. Und das, was jetzt kommt, ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen einen Pin, der genauso breit ist wie unser Fräser. 8 mm, dafür eignet sich perfekt dieses Sperrholz, was genau 8 mm breit ist. Da schneide ich mir einen 8 mm Streifen einmal raus. So, den brauchen wir gar nicht ganz. Und dann schneide ich ihn ab. Ist ein bisschen abenteuerlich geworden, aber es ist okay. Man hätte es auch anders machen können. So. Und dieses kleine Stück kleben wir jetzt hier rein. Wichtig ist, das darf nicht überstehen nach hinten und auch nicht nach unten, beziehungsweise in diesem Fall nach oben. Wirklich nur in eine Richtung, sonst wird es blöd. Also mit dem Abstand zum Fräser lag ich voll daneben. Mein Anschlag passt nicht so ganz, aber ist egal. Wir starten jetzt so. Das hier sind 8 mm, das gleiche wie unser Fräser. Damit das jetzt gleich schön aussieht, starten wir mit 8 mm Abstand zu unserem Fräser. Das ist jetzt gerade, gucken, bisschen viel. Vielleicht müssen wir noch ein ganz kleines Stück wieder rüber. Das müssen wir zum Glück nur einmal einstellen. So. Und dann können wir die ganze Zeit in Ruhe fräsen. Fräser nochmal ein ganz bisschen drehen. Ich würde sagen, das passt. Wir starten so. Legen jetzt gleich unser Material hier an, können hier oben gut festhalten, sind weit vom Fräser weg und legen los. Wir müssen nur noch die Höhe vom Fräser einstellen. Bei der Höhe stelle ich es mir immer gerne so ein, dass der Fräser etwas höher ist als das Material. So hat man leicht überstehende Zinken, die man dann nacharbeiten kann, also einfach glatt schleifen. Und dann geht es auch schon los mit dem Fräsen. Erstmal am Anschlag und los, wieder zurück. Material ein bisschen sauber machen und dann einfach auf den Pin stecken und ganz gemütlich immer weiter fräsen. Wenn wir jetzt das zweite Teil fräsen wollen, nehmen wir das einmal weg, nehmen uns hier einen Abstandshalter, der genau 8 mm hat, legen das zweite Stück an, so dass das unten wirklich schön anliegt. Und bei der ersten Fräsung, weil das jetzt ein bisschen wackelig ist, mache ich mir das einmal mit einer Zwinge fest. So. Wir nehmen das raus und können weiter fräsen. Ein kleines Lächeln kann ich mir nicht verkneifen, denn der erste Versuch passt perfekt. Das ist wirklich eine brutale Verbindung.
Wenn es bei euch zu eng oder zu locker ist, dann müsst ihr euren Anschlag nachstellen. Aus diesem Grund haben wir den verstellbar gemacht, sodass ihr das wirklich ganz einfach nachjustieren könnt. Ihr macht ein Teststück, guckt, ob es passt und fräst dann den ganzen Rest. Mit 8 mm könnt ihr das Ganze wirklich sehr einfach machen, weil 8 mm Multiplex bzw. Sperrholz die perfekten Maße hat, um hier reinzupassen. Sowohl in die Fräsung für den Pin als auch als Abstandshalter. Jonas, perfekt! Willst du mich verkackeiern? Glaubst du, ich sehe den Versatz hier nicht? Den könnte man gesehen haben. Es liegt daran, dass wir gar kein abgerichtetes Holz haben. Wir haben hier einfach zwei Teile, die ich einfach rausgeschnitten habe. Und das eine ist einen halben Millimeter dünner als das andere. Das ist einfach so, beziehungsweise weniger breit. Das Beste ist, das ist völlig egal. Die Verbindung an sich passt einfach super gut und sieht extrem clean aus. Und es geht schnell. Und die Vorrichtung kostet euch, keine Ahnung, ich sag jetzt mal wieder 10 Euro. Das ist schon großzügig gerechnet. Und es dauert auch nicht lange, sie zu bauen. Das Wichtigste ist wirklich für saubere Fräsergebnisse, dass eure Vorrichtung nicht nach rechts und links kippelt, sondern dass ihr sie wirklich im Prinzip nur gerade ausschieben könnt. Ein ganz, ganz minimales Spiel ist vielleicht gar nicht so schlecht, sodass das Ganze etwas lockerer zusammengeht. Meins ist wirklich, da brauchst du keinen Leim, das ist schon fest. Mit Leim könnte das tatsächlich sogar schon etwas zu fest sein. Was ich sagen will ist, ihr könnt das auch. Der Frästisch hat uns, was habe ich da gesagt, 15 Euro gekostet. Diese Vorrichtung 10. Wenn ihr dann noch eine Fräse habt, und das sage ich auch nochmal, ihr könnt natürlich auch jede andere Fräse da reinbauen, dann habt ihr für 25 Euro eine absolut geniale Verbindungsmaschine, womit ihr alle Möbel auf dieser Welt bauen könnt. Und eine letzte Sache sage ich auch noch. Jonas! Ja, man muss das mit seinen Fingern festhalten. Es sei denn, man macht es nicht mit den Fingern. Ihr könnt es auch anders machen. Es ist tatsächlich eine sehr sichere Fräsung, weil einfach nichts passiert. Es bewegt sich gar nichts. Wenn ihr das nicht wollt, finde ich das super. Ich möchte gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Setzt einfach eine Zwinge dran. Ihr seid vielleicht ein bisschen langsamer als alle anderen. Aber es ist völlig in Ordnung. Macht es so, dass es für euch passt. Das ist das, was am Ende zählt. Da wird keiner meckern. Also, smasht ein Abo rein. 10 Euro. Ich begeistere mich manchmal immer wieder selber. Das ist schon wenig Geld. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.